stehen bleiben. Keine Bewegung. Waffe fallen lassen. Ich habe gesagt, du sollst die Waffe fallen lassen. Hände in den Nacken. Umdrehen. Umdrehen. Sag mal, bist du bescheuert? Stopp! Das Hemd ist nagelneu! Was regst du dich so auf? Du bist tot! Ich habe die Ehre. Jupp, Restehre. Bisschen links, ne? Und ganz schön kurz. Ich fürchte für Sie, mein lieber Burnett, dass ich das schmerzlos verkraften werde. Verstehen Sie? Schmerzlos. Ich fürchte, Sie fürchten umsonst, mein lieber Reiner. Ich befürchte, Sie haben den Kern meiner Aufgabe nicht ganz verstanden. Was gibt's denn da zu verstehen? Er hat mir die Knarre an den Kopf gehalten. Also muss ich den Gegner entwaffnen, das ist doch wohl logisch. Ja, und das ist also für Sie die psychologische Lösung einer Bedrohungssituation. Was soll ich denn rumlabern, wenn er mir die Knarre an den Kopf hält? Was Sie labern nennen, ist unter Umständen lebensrettend. Das wollen wir hier üben, einen Kontakt zum Angreifer herzustellen, seinen wunden Punkt zu finden, irgendwie. Reden Sie. Wer redet, schießt nicht. Haben Sie ihn, Börle? Hier ist nichts. Was denn? Kommen Sie! Los, 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 kommen Sie! Da, da! Ich bin Ihnen beinahe in die Beine gelaufen. Sechs, sieben Stunden, mehr nicht. Und jetzt? Verwickeln Sie ihn in ein persönliches Gespräch, irgendwas. Fragen Sie nach seiner Mutter. Deine Mutter? Was meinst du, was deine Mutter davon hält, dass sie hier andere Leute mit der Waffe beschießt? Ich kann jetzt nicht mal irgendwo rüberkommen. Umso schlimmer. Ja, ganz genau. Katzensprung ist. Ja. Und es ist dir egal, was hier Nein, sind. Aber... Ich will auch fort. Ein ganz perfides ich bin auch fort. Tele, machen Sie bitte das Handy aus. Ich muss schon nicht machen. Sie möchten nicht mal stolz auf Ihren Jungen sein? Herr Professor, bitte, das sehen Sie doch genauso. Das Turnier muss weitergehen. Das kann man doch alles diskret handhaben, oder? Ganz Ihrer Meinung. Was haben Sie denn da? Ich dachte nur. Sie hatten nämlich gestern eine Vermisstenanzeige. Ja, und weiter? Meinen Sie, wir müssen die KTU aus Münster holen? Um Gottes Willen. Da sehe ich im Moment noch keine Veranlassung. Kennt denn einer von Ihnen diesen Mann? Natürlich. Das ist Dr. Strothoff. Bankhaus Schulter von Co. Spielt seit gestern auf dem vorletzten Platz. Das ist doch kein Grund, sich den Strick zu nehmen. Oder? Ach was, der hat doch gestern noch mit uns gefeiert. 50 Jahre GCC Grotenburg. Dann sind Sie es also, der ihn als letzter Leben gesehen hat? Hören Sie, das geht nicht. Da wird doch gespielt. Der Wagen ruiniert mir ja komplett das Fairway. Gibt es hier vielleicht irgendwo ein Krankenhaus? Ich hätte noch ein witziges Detail zu klären. Ja, da haben wir die Kurklinik. Oben auf der Heider Höhe. Dann sichern Sie hier den Fundort und halten den Ball schön flach. Ich bin übrigens Polizeiobermeister Seifert. Drei Sterne, was? Ach, mein lieber Mann.
Würden Sie bitte dafür Sorge tragen, dass der gegenwärtige Spielstand unserer Wunde fixiert wird? Ja. Halt den Mund und... Aber dann muss es dir doch gerade nicht egal sein. Scheiße! Warum hat er mich jetzt erschossen? Weil ich ein paranoider Killer bin und gesagt habe, du sollst nicht so von meiner Mutti reden. Ja, das läuft dir total aus dem Ruder. Das ist auch nicht komisch. Herr Thiele, vielleicht geben Sie mal den Psychopathen. Ich heiße Thiele. Und ich habe einen Notfall. Tut mir leid. Berner, Rechtsmedizin Münster. Herr Geißler, wir haben telefoniert. Wir sind natürlich auf so etwas nicht eingerichtet, aber Dr. Winkler wird sich um alles kümmern. Herzlich willkommen. Danke. Leider muss ich jetzt dringend zum Flughafen, wenn Sie mich entschuldigen. Wo geht's lang? Wie bitte? Heinrich, ich brauche meinen Koffer. Nein, ich rede von meinem schwarzen Koffer. Jetzt gehen Sie mal erhobenen Augen unter meinen Schreibtisch und ganz rechts hinten in der Ecke, da finden Sie ihn. Und falls Sie inzwischen gelernt haben, Ihr Navigationssystem einzuschalten, dann suchen Sie unter Sonderziele einfach Codeklinik Heiler Höhe und drücken auf Los. Und das Ganze bitte stand der Pele. Ich kann Ihnen auch assistieren, wenn Sie das wünschen. Bitte. Druckhämatome beidseitig, so als hätte er gekniet, länger als eine Stunde auf knorrigem Untergrund. Vermutlich war er schwer betrunken. So wie der gestern zugeschlagen hat, tippe ich auf locker 2 Promille. Fesselungsspuren, Fußgelenk rechts, zirkulär gleichmäßig, wahrscheinlich von einem festen Strick. Ist Ihr Labor noch besetzt? Natürlich. Ich werde gleich eine Blutprobe draufschicken. Helfen Sie mir mal, den umzudrehen. 2, 3. 1, 2, 3. Der Treffkurs ist schon eine Weile her. Weißt du genau, warum ich Anästhesist geworden bin? Entschuldigung. Ich bin gleich wieder da. Zirkuläre Stundenlücke von mentalen Fuß, etwa Finger breit. Fraktur HGS. Positiv. Nur ein Katzensprung, ja. 78 Euro. Steckschuss im Herzbeutel. Brauchen Sie Hilfe? Das Taxi zahlen Sie, wenn das hier nur heiße Luft ist. Ist der Herr Papa noch im Urlaub, was? Pinzette. Was? Pinzette. Bitte. Bitte. Danke. Danke. Cooper. Bitte? Bitte, danke, bitte, danke, Tina. Da jede Blinddarmoperation 12 Stunden. Ja, was weiß ich, was will ich? Ich kenne nur Alice Cooper. Cooper, Schere, die Geborene. Was, Pertorium? Thiel, bitte, das ist ein Overhold. Bitte. Haben Sie meine Tasche schon durchsucht? Wirklich Wichtigeres zu tun. Ja, 4 von Dollar. Also entweder er handelt mit dem Zeug oder er hatte an dem Abend noch mächtig was vor. Geben Sie mal den Korkenzieher von Ihrem Taschenmesser. Tut mir leid, für Flaschen benutze ich immer den Overhold. Hotel Grotenburg, Mitteilung, 22.30 Uhr. A.K. bittet um R.R. R.R. heißt Rückruf. Achso, ich dachte Rinderroulade. Und A.K. ist sehr wahrscheinlich eine Dame. Und ich wollte keine von den billigen. Pfirsich-Maracuja ist ja ekelhaft. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem anderen. So. Kann ich noch irgendwas für Sie tun? Schönes, kühles Bierchen wäre jetzt nett. Das habe ich auch gerade gedacht. Frau Kommissar Thiel, Herr Dr. Winkler. Moin. Herr Kollege, wenn Sie mir die Ergebnisse dann ins Golfhotel faxen. Sicher, so schnell wie möglich. Ich will gar nicht stören. Ja, Guten Tag. Moin.
Ich habe den Ball wirklich total flach gehalten, wie Sie es gesagt haben, aber jetzt ist das Turnier abgebrochen worden. Wie bitte? Ja. Zur Sicherheit habe ich das Hotelzimmer von Dr. Storter versiegelt. Hier sind auch die Fotos. Also nur unter schärfstem Protest. Wie bitte? Ein Turnierabbruch. Rechtfertigt maximal, was weiß ich, höhere Gewalt, oder? Das könnte dem Vorhinein so passen. Hier, Sie kommen nach. Sie kommen bitte nach. In der vermissten Sache habe ich leider noch nichts Neues. Ist das Gelände wirklich vollständig abgesucht worden? Soviel ich weiß, ja. Vermutlich muss man doch mit dem Schlimmsten rechnen. Vermissten Sache? Jetzt so? Ja, das können wir Ihnen jetzt so genau noch nicht sagen, aber... Einer unserer Patienten ist seit 2 Tagen überfällig. Das ist alles aus der psychologischen Abteilung. Da drüben. Sie wollen mir erzählen, ein Insasse der Psychiatrie ist entwichen? Ja, das kann man so nicht sagen. Wir haben eine offene Abteilung für Psychosomatik und Traumabehandlung. Ja, das ist richtig. Und was heißt mit dem Schlimmsten rechnen? Was Sie mir erzählen, ist wie ins offene Grab gesprochen. Okay, hier ist er. Verrufen, Klaus. Ich mache ihm mal einen Ausdruck. Elektroingenieur, Arbeitsunfall, bei Demontagearbeiten, 36 Stunden lang eingeschlossen. PTSS, was ist das? Posttraumatisches Stresssyndrom. Verstehe, schweres Trauma. Sie sagen das so ironisch. Ich war auch mal 36 Stunden lang eingeschlossen. Wo? In meinem Kinderzimmer. Wir hätten jetzt einen Therapieplatz frei. Der hatte mit niemandem Kontakt. Kein Besuch, nichts, redete tagelang kein Wort. Geben Sie mal eine Fahnenuhr aus. Entschuldigung, Sie wollten mich sprechen. Ja, ein Pilz bitte. Der Professor meinte wegen des Zettels. Zettel? Ach hier, A.A. Haben Sie den geschrieben? Ja, ich hatte Nachtdienst. Können Sie sich vielleicht an den Anruf noch erinnern? Eine Frau. Aparte Stimme. Hat ihren Namen nicht genannt. Nur diesen Text diktiert. Wo haben Sie Herrn Dr. Struthoff diesen Zettel überreicht? Draußen am Buffet. Nein, an der Champagnerbar. Apropos Buffet, unter uns kann man hier irgendwas empfehlen? Ja, der Hummer und die Wildlachsröllchen sind die Spezialität des Hauses. Hummerröllchen? Wildlachs. Und die Frikadellen? Das sind Thunfischkroketten. Klang er irgendwie verändert? Dr. Struthoff. War deprimiert, ausgelaugt? Absolut nicht. Und haben Sie ihn danach nochmal wieder gesehen? Ja, auf dem Gang zum Waschraum. So gegen 23 Uhr. Und war er allein? Er war im Gespräch mit einer Dame, um es vorsichtig auszudrücken. Und unvorsichtig? Naja, sie wirkte recht aggressiv, würde ich sagen. Hat ihn wüst beschimpft und ihm irgendwie auch gedroht, aber ich konnte nicht verstehen, um was es ging. Und dann ist sie schnurstracks zum Ausgang. Kannten Sie die Dame? Ist sie zufällig hier? Nein. Ja, danke. Dann also, ein Pilz für Sie? Heute Abend vielleicht. Bin ja noch im Dienst. Jawohl. Ja.
melde mich später nochmal. Ja. Ja, na, der Stelle, was ist denn da los bei Ihnen? Ständig besetzt und Sie wollten mir doch alles rüberfaxen, was Sie über Raimund Struthoff gefunden haben. Struthoff? Raimund Struthoff, ja. Also Privatbank Struthoff und Co. Privatbank Struthoff und Co., ja, kann sein. Und dann schauen Sie gleich mal, ob Sie irgendwas über Klaus Verhoeven rauskriegen können. Klaus Verhoeven? Klaus mit C. Ja. Nach deutschem Recht einfach. Und wir brauchen hier ganz dringend die KTU. Ja. Was gibt's denn da zu lachen? Weißt du, was hier los ist? Die Telefone hier klingeln den ganzen Tag und ich bin ganz alleine hier. Ja, da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Ja, danke. Mord und Selbstmord sind hier mit keinem Wort erwähnt. Kommentar zum BGB. Mensch, Börner, Sie sollten doch in Ihrem Alter langsam gelernt haben zu verlieren. Hm? In diesen Winkeladvokaten, diesen Minigolf-Mutanten. Wo war der eigentlich heute Morgen zwischen 3 und 4? Nicht schlecht geschätzt. 2,18 Promille. Ah, ja, der Doktor. So eine Portion Amphetamine und jede Menge Antidepressiva im Blut. Kein schlechter Cocktail für eine Stimmungskanone. Ja, ja. Champagner macht einen leichten Fuß. Aber was hat diese schwarze Augenbinde zu bedeuten? Geht die Frage an mich? Na, Sie sind doch Arzt. Ärzte haben doch immer auf alles eine Antwort. Scham, kann ich mir vorstellen. Habe ich wohl wirklich eine Nachtschicht zu viel hinter mir. Herr Ober. Ein Fax für den Hauptkommissar Thiel. Oh, endlich. Herr Witt. Ein neues Glas, bitte. Und das hier müsste bitte umgehend der Turnierrichter übergeben werden. Jawohl. Wenn ich noch etwas hinzufügen darf. Die Dame, von der ich Ihnen vorhin erzählt habe, ja. Sie hat in der Bar einen Kaffee getrunken und steigt gerade in ihren Wagen. Wo? Da vorne. Vorne? Geben Sie mal Ihre Autoschlüssel. Ja, dann kommen Sie, dann fahren Sie. Warum sollte ich? Weil ich sonst fahre. Das ist schön. Kindersitz kaufen, damit Sie mich sehen. Finden Sie Rückspiegel unsportlich oder haben jetzt hier... halten Sie mal den Parkplatz über. Ist ja wohl nicht. Glaube. Leider gar nichts vorliegen. Aber das hier ist ganz interessant. Bankier Struthoff hat ein laufendes Ermittlungsverfahren am Hals. Wegen Geldwäsche und Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Vorsicht, der Traktor! Hören Sie das? Ich höre nichts. So ein Umhang ab 4000 Touren. Der Mann steckte wirklich in Schwierigkeiten. Letzte Woche hat ihm der Staatsanwalt einen Deal angeboten. Straffreiheit gegen eine umfassende Aussage. Sind vorne! Ja, ich sehe ja die Rad. Und jetzt kocht es. Ab 5000, da kocht es. Hören Sie das wirklich nicht? Bei ihm kocht auch was. Sie können aufhören mit der Raserei. Rastorf, Hindemith, Weg 12. Ist die Privatadresse von diesem Bankier. Und raten Sie mal, wie seine Frau heißt. Hier. Es könnte doch mal auf mir mit dem Papier vom Gesicht umzufummeln. Ich kann sehr gut lesen. Seine Frau heißt Ann-Kathrin Struthoff. Na, Ring ist da? A.K. Ich sag Ihnen was, Thiel. Die weibliche Gewalt in der Ehe, die wird immer noch schwer unterschätzt. Das ist eines der letzten Tabus unserer Gesellschaft. Brauchen Sie mir nicht zu erzählen.
Frau Strohthoff? Ja. Ann-Kathrin Strohthoff? Ja. Mein Name ist Thiel, Kripo Münster. Es geht um Ihren Mann. Kommt noch mehr von Ihnen? Dann lasse ich die Tür gleich auf. Kein Blatt Papier verlässt diesen Raum, bevor nicht über meinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 98 Absatz 2 SGPO entschieden wird. Haben Sie es nicht mal genauer klar? Also ich brauche dringend 5 Minuten alleine mit Frau Strohthoff. Können Sie mir so lange Frau Palm vom Hals halten? Bitte Sie, wenn ich mich sieht, dann kann ich nichts garantieren. Ihr Charme kann sie doch bestimmt nicht widerstehen. Sieh mal einer an, Professor Dörne. Was führt Sie her? Mein Gott, keine Feier ohne Meier. Ich finde es eine Geschmacklosigkeit. Eine Geschmacklosigkeit. Raimund ist noch nicht einmal 8 Stunden tot. Raimund? Ach, richtig, die Herren duzen sich ja auf dem Golfplatz. Wissen Sie eigentlich, was Sie seiner Frau damit antun? Ich kann mir gut vorstellen, wie Sie sich jetzt fühlen. Mit der Aktion da drin habe ich nichts zu tun. Wirklich? Meine Aufgabe besteht ausschließlich darin, herauszufinden, wie und warum jemand zu Tode gekommen ist. Es ist ihm immer nur um die Unabhängigkeit der Art gegangen. Ich habe gehört, dass er mit der Staatsanwaltschaft über eine umfassende Aussage verhandelt hat. Ja, es war ein schwerer Schritt für ihn. Gab es seitdem irgendwelche Drohungen, anonyme Anrufe, Briefe oder so? Es gab schon seltsame Anrufe. Aber wir leben ja hier nicht in Moskau oder Beirut, hatte ich zumindest gedacht. Das ist ein Fall hier von Geldwäsche und Steuerhinterziehung, die mir in 25 Jahren nicht untergekommen ist. Aber und wenn Namen und Konten erstmal dekodiert sind, wird es ganz schön rappeln im Karton. Nicht nur in Deutschland. So, wo denn noch? Muss nach Anton Lures, kann man jetzt so... Wir haben überhaupt kein Handy bei Ihrem Mann gefunden. Das fand ich schon etwas merkwürdig. Ich meine, in seiner Position als Geschäftsmann. Ja. Er hat es immer zu Hause gelassen, wenn er seine Schläge reingepackt hat. Ist es noch da? Sei sie mal. Hat viel sie vorgeschickt. Ist der auch hier? Dürfte ich kurz mal stören? Ja, kleinen Moment noch. Eine letzte Frage. Haben Sie diesen Mann schon mal vorher gesehen? Nein. Danke. Kommissar Thiel, hören Sie mir gut zu. Dieser Fall hier steht nach 3 Jahren Ermittlung unmittelbar vor dem Abschluss und hat absolute Priorität. Deshalb werden Sie so lange Ihre Hände unten lassen, bis ich mit dem Kopf nicke. Haben wir uns verstanden? Sehr gerne. Ihr Charme scheint ja wirklich zum Steinerweichen zu sein. Gut, dass ich Sie nicht als Witwentröster gesehen habe. Warten Sie mal, wem das gehört. Das ist uns mal lustig, die Sitzung wird hier gleich vor Stolz platzen. Wo fahren wir denn eigentlich hin? Ich will jetzt wissen, wo diese Frau vorhin abgebogen ist. Wird das jetzt zur fixen Idee? Vielleicht ist sie auch tot aufs Handy. Was glauben Sie, was ich hier die ganze Zeit mache? 5 Anrufe in Abwesenheit. Münsteraner Festnetznummer, alle so zwischen 21 und 22 Uhr. Aber keine Nachricht auf der Mailbox. Sie hat ihn nicht erreicht. Deshalb der Zettel beim Nachbarn. Wer hätte gedacht, dass ich mit Ihnen mal bis ans Ende der Welt fahre? Machen Sie mal Motor aus. Dann wollen wir doch mal sehen, wer da angerufen hat. Was, wer ist da? Ach, Solana-Transfer. Ja, Tag, Frau Kleinschmidt, Strohthoff hier. Ja, hab gestern ein bisschen viel gefeiert im Golfclub. Haben Sie gestern Abend die ganze Zeit versucht, mich...
So, der Solana ist persönlich. Na, dann verbinden Sie mich mal. Wie, der ist in seinem Wochenendhaus. Dann geben Sie mal die Adresse. Kalkofen am Dornbusch 10, danke. Mein lieber Thiel, muss ich mir Sorgen um Sie machen? Wenn Sie Ihren Schrotthaufen hier gewendet kriegen, nicht. Motorhaube ist noch warm. Haben Sie es auch gehört? Da war nichts. Kommen Sie, wir gehen. War da irgendwas? Wo denn? Da hinten hinter dem Haus. Es ist überflüssig zu fragen, ob Sie Ihre Waffe dabei haben. Ist es. In so einer Polizei fühlt man sich ja richtig sicher. Stunden, länger nicht.
Welcher Idiot soll hier bitte an Selbstmord glauben? Ich denke nicht, dass es darum geht. Sondern? Keine Ahnung. Rache, Demütigung, irgendwas wirklich Finsteres. Das Taschenmesser? Taschentuch. Durchaus möglich, dass er selbst abgedrückt hat. Vielleicht hat man ihn gezwungen. Ist nur eine Hülse drin. Ich sag ja, kommt mir irgendwie russisch vor. Herr Albrecht, wo stecken Sie denn? So genau wollte ich es nicht wissen. Hören Sie, ich brauche ganz, ganz dringend meinen Koffer. Wir sind in Kalkhofen am Dornbusch 10. Transfer. Was ist denn das für eine Firma? Nichts Besonderes. Import-Export. Antiquitäten, Kunstwerbe. Wir haben auch noch ein Büro in Tunesien. Und gibt's hier noch mehr Angestellte? Nein. In Münster bin ich ganz allein. Herr Solana ist immer viel unterwegs. Gewesen. Afrika. Südamerika. Wieso sollte er überhaupt eine Pistole gehabt haben? Ja. Ihr Freund hat ja auch eine. Das war doch nur ein Eisenrohr. Das Pharaonengrab. Was? Das Pharaonengrab. Ich hab's gefunden. Ich hab's. Ich hab die Verbindung.
Was haben Sie? Eine Fotografie von Verhoeven. Der Typ, der vorgestern aus der Psychiatrie abgehauen ist. Ich hoffe sehr, das Foto kann Ihnen nützlich sein. Es ist das letzte, das ich von ihm bekommen habe. Können Sie mir wenigstens ein bisschen Hoffnung machen? Bin telefonisch immer erreichbar. A. Kolb. Was nicht? Eine Karte. Könnte Afrika sein. Wat Madani? Sahara? Irgendwie wird mir gerade der Mittelteil ziehen. Tatsache ist, es gibt eine Verbindung von Strothof zu Solana. Von Solana zu Verhoeven. Strothof und Solana sind tot. Und Verhoeven ist vorgestern abgetaucht. Mir fällt nur eins auf. Nämlich? A. Kolb. A. K. A. K. Na endlich, Nadeshda. Ist die KTU schon unterwegs? Wie bitte? Ja, ist mir doch völlig wumpe, was die alles zu tun haben. Ich... Hier läuft ein Irrer frei rum und... Nein, dann notieren Sie die Adresse. Kalkofen am Dornbusch 10. Bis später. Ich fahre. Wohin? Nach Kreml. Leibnizstraße 38 ist die letzte Meldeadresse von diesem Verhoeven. Der Typ, der runtergetaucht ist. Ja, das kann sie schon. So, und jetzt sage ich Ihnen mal, was ich denke. Kann ja nicht viel sein. Verhoeven läuft amok und hat eine Todesliste dabei, die irgendwas mit ihrem feinen Golfclub da zu tun hat. Ist ja unerträglich, dieses Klopfen. Schalten Sie mal den vierten Gang. Das ist ein Automatik. Ach so. Haben Sie mal das Zimmer von dem Mann gesehen? Da weiß man gleich, was in seinem Kopf vor sich geht. Er sitzt da in seiner inneren Gummizelle bei Wasser und Brot und jedes Mal, wenn er das Fenster aufmacht, sieht er diese feisten Pfeffersäcke, wie sie mit ihren bunten Wägelchen über den handgeschnittenen Rasenlatschen und Thunfischkroketten frühstücken. Ah, nagt er wohl schon wieder, was? Der kleine Sozialmann. Oh, Entschuldigung. Na, endlich. Alles in Ordnung? Ja. Ich kann wieder sehen. Also weg da, ich fahre weiter. Auf gar keinen Fall. Ich hab, da war ein Unfall auf der Landstraße. Und alles gesperrt und... Meine Güte, Alberich. Haben Sie richtig was durchgemacht? Dann setzen Sie sich jetzt mal ins Auto, atmen tief durch, entspannen sich besser, nicht? Becken das G. Wir sind ja gleich wieder da. Herr Professor, wollen Sie mich jetzt... Sagen Sie es nicht. Das ist mein freier Tag heute. Jetzt hat sie es doch gesagt. Sie können ja erst mal vorfahren und ein paar Fotos machen. Die KTU kommt auch gleich. Die KTU? Kommen die wirklich? Mhm. Die haben noch eine andere Leiche am Dortmund-Ems-Kanal bei... Ja? Bei Greven. Mann oder Frau? Frisch oder aufgeweicht? Was hat der Gruselstein gesagt? Handschuhe. Können Sie nicht hören, oder was? Chef.
mir jetzt schon viermal ein Dozent aus der Polizeiakademie angerufen. Und, was haben Sie ihm gesagt? Dass Ihr Vater schwer erkrankt wäre. Und das hat er Ihnen geglaubt? Ja. Würde mir mal jemand bei der Kleidung helfen, ab vom Hof hier, aber ganz fix. Dass die Leute nicht in Badehose anziehen können, wenn sie ins Wasser gehen. Na, wieder ein paar Tipps an die Presse verschabelt, ja? Tipps? Norbert und ich kennen Klaus seit ewigen Zeiten. Wir waren zusammen in der Klasse. Sie waren Freunde? Na ja, man sieht sich manchmal in der Stadt über den Weg. Aber er war ja dauernd auf Montage, viel im Ausland. Hier, kommen Sie mal her. Dann ist er irgendwann ganz verschwunden. Wann war das? Vor 2-3 Jahren. Norbert meinte damals, Klaus wäre tot. Keine Ahnung, wer ihm das erzählt hat. Er wäre in Afrika überfallen und erschossen worden. Und dann ist er plötzlich wieder aufgetaucht. Es muss ihm ziemlich dreckig gegangen sein. Schulden ohne Ende, die Ehe im Eimer, das Haus zwangsversteigert, hat man jedenfalls so gehört. Hier, kommen Sie mal. Wir sprechen uns noch einmal, ja? Schauen Sie sich das mal an. Und? Ja. Ich würde mal so sagen. Was wir bisher gesehen haben, sind zwei schwächliche Kopien. Dies hier ist das Original. Jetzt vielleicht auch mal ohne Zynismus. Tief vernarbte, zirkuläre Fesselungsspuren an beiden Fußgelenken. Hier und hier. Gab's früher eigentlich nur bei Häftlingen, die jahrelang angekettet waren, also ganz früher. Analoge Narbenbildungen an beiden Handgelenken. Wie alt sind diese Spuren? Das kann man nicht wirklich sagen, Tier. Narben entwickeln sich höchst individuell. Aber auffällig ist ein sehr starker Abrieb an der Zahnoberfläche. Das ist eigentlich typisch für Personen, die lange unter einem extremen psychischen Druck standen. Dieser Mann ist definitiv mehr als 2 Tage tot. Moment, sieht alles nach Suizid durch Ertrinken aus, aber da möchte ich mich noch nicht festlegen. Auf gar keinen Fall kann er der Mörder von Strother von Solana gewesen sein. Ja, ich muss dringend wieder ins Büro hier. Verfallen seine Taschen. Ja, danke. Ach, Nadeshda. Können Sie das hier bitte mitnehmen ins Büro? Das Handy von Strother und Schmauchspuren von Solana. Was hat er denn bei sich? Ein paar Geldstücke, eine Fahrkarte von Rothenburg nach Wehre. Und ein zerknülltes Stück Papier. Ich fürchte, das wird nicht mehr zu retten sein. Na, kommen Sie gerade. Fahren wir. Ich fahre keinen Meter weiter. Bitte? Bevor ich nicht weiß, woher dieses Klopfen kommt. Da war's wieder. Kommt das von der Luftwelle? Machen Sie mal nochmal. War ein bisschen zu kurz. Oder ist das ein Ventil? Lanne, kommen Sie mal her. Lanne! Was? Kommen Sie mal her! Was war das denn jetzt? Da. Schauen Sie mal, wie es aussieht. Hat er noch versucht, einen Abschiedsbrief zu schreiben. An wen? Companiero, das war's für mich. Mehr als ich ertragen kann. Und jetzt auch noch die gleiche Luft zu atmen wie diese Bollingers und dich ein bisschen zu kümmern um Alexander. Companiero? Alexander? Es ist einfach. A. Kolb ist gleich Alexandra Kolb ist gleich A. K. Vermutlich seine geschiedene Frau. Haben Sie noch irgendwas zu essen im Auto? Ja. Unter einem der Sitze muss noch ein Kaugummi kleben. Was hat so ein kleiner Ingenieur mit dem großen Bollinger zu tun? Ich sage Ihnen was, dieser Bollinger hat seine Schmierfinger überall drin. Und zwar bis zum Ellenbogen. Na, dann sollten wir uns diesen Bollinger doch mal zur Brust nehmen. Ja. Aber ich fange. Auch wenn Verhoeven schon 2 Tage tot ist, ich bin mir sicher, er hat irgendwas mit den Morden zu tun. Ich schätze mal, unser Amokläufer ist auch noch nicht am Ziel. Dunkel bei ihm. Oh.
gleich gesagt, er ist bestimmt nur im Golfclub. Ach. Was sind Sie? Wer? Das Golfhotel Grotenburg. Guten Abend, was kann ich für Sie tun? Thiel hier. Dr. Bollinger, bleiben Sie bitte kurz dran, Herr Thiel. Ich werde nachsehen. Ja. Hören Sie bitte, Dr. Bollinger musste kurzfristig weg. Aber er bekam anscheinend einen Anruf von der Hausverwaltung, dass es in der Kanzlei in Greven einen Wasserschaden gegeben hat. Wann war das? Vor einer guten Stunde, sagte man mir. Deutlich mehr als Verstand. Keine falschen Hoffnungen, Birne. Morgen um 10 Uhr, da ist Abschlag. Und da werde ich da sein. Herr Bollinger, haben Sie den Täter oder die Täter sehen können? Das ist doch total durchgeknallt. Das ist verrückt. Total abgedreht. Er ist verrufen. Verhoeven? Ja. Klaus Verhoeven? Ja. Sie haben Klaus Verhoeven hier gesehen?
Genau. Hier, in Ihrer Kanzlei. Als ich kam, da brannte noch Licht. Ich konnte ihn eben noch sehen hinter der Tür, aber... Dann war es natürlich schon zu spät. Was sollte Verhoeven denn für einen Grund haben, Sie umzubringen? Er hat auch Schrotthoff auf dem Gewissen. Ach so. Aber warum Sie? Da gab es diese Geschichte. Aber das wissen Sie ja. Nein, weiß ich nicht. Im Grunde ein glasklarer Fall. Tragisch eigentlich. Aber es kam ja nicht mal zu einem Prozess. So eindeutig war die Vertragslage. Was für ein Prozess? Na ja, gegen meinen Mann, gegen die Kunstanlagebau. Ich meine, was hat sich der Mann eigentlich dabei gedacht? Dass ich von der Heilsarmee bin? Dass ich das Kleingedruckte nicht lesen kann? Wie kann man nur so... Ich kann nur so... So was? Ich kann nur so bescheuert sein. Da mietet der Mann sich ein Motorrad. Macht damit einen Ausflug in die Sahara, in eine absolute No-Go-Area, wo es noch so windelt von durchgeknallten Milizen. Aber da stand alles in seinem Arbeitsvertrag, dass dafür die Firma nicht haftet. Und überhaupt, wie, es konnte ja keiner ahnen, dass er noch im Leben war, nach 9 Monaten, wo man nur noch ein ausgebranntes Motorrad von ihm gefunden hat. Aber war Verhoeven nicht im Auftrag von Konzen Anlagenbau da unten in der Sahara? Auf Dienstreise? Ja, das hat seine Frau immer behauptet. Aber Vertrag ist nun mal Vertrag. Und ich hätte ihr das auch persönlich sagen können, als ich sie neulich getroffen habe. Ich meine, das wäre... Habe ich das richtig verstanden? Sie haben sich mit Alexandra Kolb getroffen? Ich habe sie gesehen. Rein zufällig, ja. Wo denn? Was Sie alles so sehen, Bollinger, Verhoeven, seine Geschehene. Sie sind ein richtiges Medium. Bitte? Verhoeven ist seit über 2 Tagen tot. Meine Herren, ich würde es jetzt sehr begrüßen, wenn Sie mich alleine lassen würden. Ich kann nämlich sehr gut auf mich selber aufpassen. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie mir jetzt erzählen würden, wo Sie sich mit Verhoevens Ex-Frau getroffen haben. So langsam kann ich diesen Verhoeven verstehen. Sie meinen wohl seine Frau. Thiel. Also ehrlich, was für eine Welt leben wir eigentlich? Geht's oder muss ich fahren? So. 1,50. Ich hätte es mir anders vorgestellt. 1,50 wieder. Quittung? Ja. Wieder? Ja. Tschüss. Irgendwie nicht so. Könnten Sie das gleich mal für mich bezahlen? Warum? Bei Solana haben sie mir doch die Taschen ausgeräumt und da habe ich mein Zeug da liegen lassen. Mein Geld ist im Hotelzimmer. Es geht um Herrn Verhoeven. Das ist mein Partner, mein Pathologe, der... Börne. Professor Karl Friedrich Börne, Rechtsmedizin Münster. Ich habe Sie schon erkannt. Sie sind mir heute Mittag nachgefallen. Ja, das ist richtig. Wir müssten uns mal ganz kurz unterhalten. Sie haben Klaus gefunden. Ist er tot? Tut mir leid, ja. Ich hab gewusst, dass er so kommen wird.
trinken. Das ist toll. Meinen Sie auch? Darf ich? Wenn Sie ernsthafte Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ansonsten habe ich einen Job zu verlieren. Sie waren gestern in Grotenburg? Ja. Die Klinikleitung hat mich informiert, dass mein Mann, dass mein geschiedener Mann vermisst wird. Sie waren also in der Kurklinik. Komisch. Ich denke, Sie waren im Golfhotel und haben sich da um 23 Uhr mit Bankier Stotthoff getroffen. Und wie ich hörte, gab es da eine heftige Auseinandersetzung. Das war eine Privatangelegenheit, oder? Nicht, wenn derjenige 4 Stunden später ermordet wird. Das habe ich nicht gewusst. Wirklich? Okay. Ich fürchte, es gibt eine Menge Leute, die Stotthoff für ein Schwein halten. Sie auch? Wenn ich damals mit ihm geschlafen hätte, dann hätte er vielleicht unseren Kredit gestohlen. Was für ein Kredit? 200.000 Euro Lösegeld. Solana müsste den Entführern das Geld förmlich aufdrehen. Solana? Woher kennen Sie Solana? Der Tipp kam von Stotthoff. Solana war schon oft erfolgreich in solchen Dingen. Was für Dinge? Lösegeldzahlung, Geiselnahmen. Und trotzdem hat es nochmal 5 Monate gedauert, bis Klaus wieder nach Hause kam. Am Ende ist glücklicherweise ja alles gut ausgegangen. Ja. Solana hat sich die Hälfte des Lösegelds in die eigene Tasche gesteckt. Stotthoff hat uns den Kredit gekündigt und sich unser Haus unter den Nagel gerissen. Ja, am Ende ist alles wirklich richtig gut ausgegangen. Naja, so läuft's halt, wenn man alleine ist und mit dem Rücken zur Wand steht. Haben Sie ja wirklich eine schwere Zeit durchgemacht. Entschuldigung, nehmen Sie es nicht persönlich, aber Mitleid kann ich überhaupt nicht gut ertragen. Wann haben Sie denn erfahren, dass er noch lebt? Nach 9 Monaten und 4 Tagen. Da war ich schon 3 Mal unten gewesen. 1000 Leute bestochen und die halbe deutsche Botschaft in den Wahnsinn getrieben. Hat er sich sehr verändert, als er zurückkam? Kam er zurück? Ich weiß nicht wirklich, was da unten passiert ist. Er hat es nie richtig erzählt. Aber glauben Sie ernsthaft, dass dieser Mann heimkommt, sich an meinen Küchentisch setzt und sich über meinen Apfelkuchen freut? Haben Sie das geglaubt? Ja, vielleicht, ja. Deswegen hat er sich wahrscheinlich scheiden lassen. Sie werden mich nicht zum Heulen bringen. Nicht auf so eine dumme Art. Wo waren Sie gestern früh zwischen 3 und 4? In der Klinik. Ich habe in Klaus Zimmer übernachtet. Wussten Sie, dass Tarek Solana auch umgebracht wurde? Wann war das? Gestern. So am frühen Nachmittag. Na, da war ich auf dem Weg nach Hause. Haben Sie mich doch gesehen? Ja, natürlich. Wir haben Sie gesehen. So, eigentlich mehr eine Staubwolke hinter Ihnen. Sie waren ziemlich flott unterwegs, also jedenfalls viel zu schnell für uns. Aber keine Sorge, Herr Thiel ist ja nicht bei der Verkehrspolizei. Noch nicht. Schlafen Sie gut, wenn Sie können. Tja, schlafen Sie auch gut. Ja, Sie auch. Zwei Morde. Trauen Sie das wirklich zu? Weiß nicht. Ich meine, sie hat kein einziges Alibi. Denn Verhofen immer noch meinen Mann hat in seinem Bett geschlafen. Und gibt es ein besseres Motiv als Rache? Rache für eine zerstörte Liebe. Allein gegen den Rest der Welt. Das ist ein romantischer Thiel. Außerdem, glaube ich, hat sie heute Nacht noch was vor. Das habe ich in ihren Augen gesehen. Muss ich überall hingucken? Ich habe in ihren Augen nur eine unendliche Müdigkeit gesehen. Ja, ja. Da. Sie hat das Licht ausgemacht. Ja. Was steht eigentlich auf Tankstellenüberfall? Unbewaffnet? Ich kann keine Sekunde länger mehr hören, wie ihr Magen knurrt. Das ist sie doch, oder?
Jetzt höre ich das Geräusch auch. Jetzt ist es zu spät. Abstand, Bernie, die Frau hat Augen im Kopf. Das ist doch gemeingefährlich, wie die fährt. Wenn ihr Kinder auf der Straße spielen, um die Uhrzeit. Biegt die da ab? Das muss eine Abkürzung sein. Abkürzung wohin? Die Gedanken lesen Tier. Vorsicht! Sie haben vorhin hier am Zentralstecker rumgebrockelt. Schauen Sie sich das an. Der ist vollkommen verkohlt. Ich werde mich hüten, an Ihrem Stecker rumzubrockeln. Rufen Sie lieber Hilfe. Tot. Was? Akku ist alle. Über die man im Golfclub Witze machen kann, ja? Das nehmen Sie zurück, Thiel. Man ist doch wahr, jeder publige Kadaver ist Ihnen noch tausendmal lieber als alles Lebendige. Geben Sie es doch endlich mal zu. Ende! Aus! Kein Wort mehr mit Ihnen. Versprochen! Nee.
Ich nehme alles zurück. Ich nicht. Na ja, habe ich mir schon gedacht. Ich habe trotzdem mal eine Frage. Dieser Verhofen, der war doch in Geiselhaft. Wieso standen in der Krankenakte was von Verschüttung und Arbeitsunfall? Wegen der Krankenkassen. Die sind immer mächtig zickig bei längeren Psychotherapien. Oder? Oder jemand hat nachträglich die Computerdaten manipuliert. Ganz genau. Aber warum sollte jemand so etwas tun? Zeigen Sie nochmal das Foto. Wer hat das eigentlich gemacht? Selbstauslöser? Glaube ich nicht. Man fährt auch nicht alleine mit dem Motorrad in die Sahara. Sie meinen der Companiero? Vielleicht war Verhofen damals doch nicht alleine, als er überfallen und in Geiselhaft genommen wurde. Ich bitte Sie, das hätte mir die Kopf doch gesagt. Vielleicht hatte sie gute Gründe, das nicht zu tun. Wo soll man denn jetzt fahren, ne? Bevor der Winter kommt. Ich will... Hier jemand eine Mitfahrgelegenheit? Was machen Sie denn hier, Frau Haller? Ach, die KTU kam erst mitten in der Nacht und auf dem Rückweg nach Münster habe ich sein verunstaltetes Auto gesehen. Die KTU? Ja, da hinten, hinter den Bäumen. Das Haus von Solana. Da. Wissen Sie nicht mehr? Herr Professor, alles klar? Können wir fahren? Mit dieser Flugkiste? Niemals. Ich habe es eilig, um 10 Uhr ist Abschlag. Polizeiobermeister Seifert am Apparat? Ja, Thiel hier. Ich habe ihn schon zweimal auf die Mailbox gesprochen. Ja, gibt's was Wichtiges? Ja, wirklich wichtig. Es war der reine Zufall, aber gegen 2 Uhr habe ich den Wagen von Frau Kolb auf dem Parkplatz des Golfhotels entdeckt. Und wissen die, wo sie steckt? Niemand hat sie gesehen. Ich habe keine Erklärung dafür. Sitzen Sie auch bequem, Chef? Danke, alles bestens. Und war das Raum unter dieser Wagen? Ich hoffe, Witz. Wir müssen zur Kurklinik. Entschuldige. Ohne Dusche? Es tut mir wirklich leid, aber an die Klinik habe ich einfach nicht gedacht. Warten Sie kurz hier, ich bin gleich wieder da. Alles klar, wie immer. Ist sie hier? Das weiß ich nicht, aber der Fremdmann vom Nachtdienst hat mir gerade gesagt, dass Frau Kolb um 2.30 Uhr angekommen ist und ihn gebeten hat, den Winkel anzurufen. Der ist dann runtergekommen und hat sie abgeholt. Scheiße, wieso jetzt auch noch Winkel? Wohnt der eigentlich hier? Ja, die Ärzte haben hier ihre eigene Zimmer. Dann besorgen Sie mal Generalschlüssel, falls es sowas gibt. Hey, Bonne, was ist los? Ich komme gleich. Dr. Winkler hat heute eigentlich schon Dienst. Ist aber noch nicht gesehen worden. Thank you.
Dr. Winkler? Sie ist auch tot? Keine Ahnung. Wer verwaltet hier eigentlich die Personalakten? Weiß ich nicht, muss ich rausfinden. Vor mir? Nein. Besser denn, ich stehe auch auf Ihrer Liste und weiß nichts davon. Finden Sie doch mal raus, wo der Winkler zuletzt gesehen wurde. Und überprüfen Sie auch die Kameras an den Eingängen. Ja. Gutes Elternhaus übrigens. Vater Internist. Ralf ist schon 6 Jahre bei uns und er ist der beste Oberarzt, den wir hier haben. 6 Jahre? Ja. Bis auf die 2 Jahre, die er sich für Medicare freistellen ließ. Das ist sowas wie Ärzte ohne Grenzen, oder? Ja, er war schon immer sehr engagiert. Und wann war das? Darf ich mal sehen? Nein. Das war bis zum 30.03. dieses Jahres. Und wo war er da eingesetzt? In Bangladesch und Nordafrika. Ach. Als er von da zurückkam, was machte er da für einen Eindruck auf Sie? Wie immer. Hat sich gleich wieder in die Arbeit gestürzt. Vielleicht ein bisschen zu verbissen, aber so ist er nun mal. Sind Sie allein? Und Sie? Ich habe das Motorrad von Dr. Winkler unten stehen sehen und da dachte ich, wo ist er denn? Was haben Sie denn mit ihm gemacht? Was er verdient hat. Und das wäre? Sie haben ja doch Angst vor mir. Das heißt, Sie haben überhaupt nichts verstanden. Es gab hier bis vor kurzem in der Psychoabteilung einen Patienten, Klaus Verhoeven. Kennen Sie den? Ja. Ralf hat ihn in Afrika kennengelernt. Ja. Hat ihm den Therapieplatz besorgt und auch einen Teil der Kosten übernommen. Ach so. Dr. Winkler hat auch hier ein Zimmer. Ist das seine einzige Unterkunft? Ja. Er wollte sich immer eine anständige Wohnung suchen, aber vielleicht war ihm das zu lästig. Im Keller ist noch ein ganzer Stapel von Umzugskartons. Das ist ja interessant.
habe die ganze Nacht mit Winkler geredet. Mehr konnte ich nicht tun. Leider habe ich ihn immer bewundert. Wie er mit der Entführung und dem Ganzen umgegangen ist. Und trotzdem hatte ich immer auch so ein komisches Gefühl. Jetzt weiß ich, was es war. Er ist auch nie aus Afrika zurückgekommen. Lassen Sie das. Ist jetzt niemand wichtig. Sie soll das lassen. Jetzt sagen Sie mir, wo Winkler steckt. Wissen Sie es nicht, oder wollen Sie es nicht sagen? Wer hat denn damals für Sie das Lösegeld bezahlt? Meine Familie? Hat Ihnen nicht wehgetan? Da ging es Ihrem Motorradkumpel Verhoeven deutlich schlechter. Ja. Ich weiß nur, dass er kein Gefängnis dieser Welt mehr überleben wird. Dann sind Sie jetzt verantwortlich für alles, was noch passiert. Auf die Knie. Überleben.
mehr reden. Was soll das sein? Strohdorf und Bollingers freundlich dabei zusehen, wenn sie aus allem ihr fettes Süppchen kochen. Sie anschließend mit einer gepflegten Runde Golf zu belohnen. Ich werde mich nicht rechtfertigen für das, was ich gemacht habe. Vor keinem Gericht der Welt. Noch vor sonst niemandem. Also, kommen Sie mir jetzt nicht mit Ihrem geheuchelten Verständnis. Das schlimmste Erlebnis Ihres Lebens war, Kinder in der Sperre zu sein. Das war doch mein Herz. Die Welt nur noch ein paar Sekunden existieren wird. Petra, ist es soweit. Eins. Zwei. Bitte, Dr. Winkler. War jetzt ein bisschen zu schnell, oder? Ich bin nicht richtig angekommen im Rückenmark. Bitte, ich... Hilfe! Hilfe! Dr. Winkler, nicht die Waffe aus der Hand. Runter damit! Sofort! Wir sehen, was das Schlimmste ist. Es geht nicht mal raus aus den Knochen. Man weiß, wozu man fähig ist. Darauf hinweisen, dass Sie das bitte. Können wir uns das bitte ersparen, ja? Kommen Sie. Alles wieder gut. Die war gar nicht geladen. Dr. Alfred Bollinger. Ganz recht. Dies hier ist ein Haftbefehl für Sie. Wie bitte? Wegen fortgesetzten Steuerbetrugs in den Jahren 2003 bis 2007. Na, habe ich was verpasst? Das waren Sie, Börne. Sie haben das eingefädelt. Sie, Pantalone, Sie! Ich bitte doch um Einhaltung des Clubtums. Da fällt ich los! Mein lieber Bollinger. Doch, Bollinger. Nein, wir bringen doch nichts. Los, Mädels, lang! Thiel, Sie stehen vor einem Champion. Nein. Wirklich? Ja. Na, da gratuliere ich doch ganz hässlich. Vielen Dank. Ich habe den Champagner bereits kaltstellen lassen. Das war nur sehr vorausschauend von ihm. Sie natürlich nur ein Piccolo. Aber ich will mal nicht übertreiben, es hat Opfer gegeben. Oder hatten Sie beide da Ihre Finger dran? Gott bewahre. Das wäre auch im höchsten Maße unsportlich. Ja, aber nicht ungerecht. Möglicherweise. Und ich muss nicht wieder ein Jahr lang Ihre Depressionen ertragen. Depressionen? Ich bitte Sie.
Warum sollte ich denn Depressionen haben? Haben Sie keinen Spiegel?